Hier eine Skeleton Army Predict. Und sind wir durch? Nee, noch nicht ganz. Aber wir sind auf jeden Fall doch. Er zappt nur noch und wir haben den ersten Turm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es darum, wie ihr in meinen Clan kommen könnt und wie ihr dann mit mir spielen könnt. Das heißt, ich habe einen neuen Clan gemacht und nebenbei öffnen wir dann erstmal hier die Silbertruhe, 89 Gold, einmal den Grabstein und 12-mal den Minenwerfer. Wie ihr sehen könnt, ich habe auch oben nochmal die Kronentruhe voll gespielt und ich habe jetzt einen eigenen Clan, der heißt Crystal Empire YouTube. Und ihr könnt jetzt in den Clan kommen und dann könnt ihr mit mir spielen. Der Clan ist ab 2600 Trophäen und versucht so viel zu spenden, wie es geht. Der unter 50 gespendet hat am Ende der Season, wird dann gekickt aus dem Clan. Also seid auf jeden Fall aktiv, kommt jetzt in den Clan. Es sind noch 17 von 50, sind erst im Clan, wenn ihr hier reinkommen wollt. Und dann könnt ihr auch Ältester und Vize werden, wenn ihr aktiv seid. Und könnt immer in den Videos gegen mich Testspiele spielen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt aber erstmal einen Testkampf gegen den Jonas. Denn er hat sich unbedingt mal gewünscht, in einem Video zu sein. Und er war jetzt einer der Ersten, die hier in den Clan gekommen sind. Und ja, gerade habt ihr schon gesehen, wer alles so im Clan drin ist. Ja, müssen wir erstmal gucken, ob der jetzt im Kampf ist. Nee. Okay, nice. Das ist auf jeden Fall perfekt. Egal, dann öffnen wir erstmal jetzt hier die Kronentruhe. 612 Gold. Und ich habe jetzt fast wieder die 100.000 Gold voll. Das ist auf jeden Fall mega krass. Auf jeden Fall schreibt mal eure Meinung dazu, wie ihr das findet, dass ich jetzt einen eigenen Clan habe. Denn einige haben sich wirklich gewünscht, einen eigenen Clan von mir zu haben und ihr könnt jetzt in meinen Clan kommen und wir werden versuchen, mehr als 35.000 Pokale zu haben. Also pusht jetzt nochmal eure Pokale, kommt in den Clan rein und ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal. Ich frage mal an, Kattel, so heißt er nämlich, bereit. Das ist auf jeden Fall immer hier. Auf jeden Fall, leider können wir hier keine Clankampftruhe machen. Hier steht ja auch nicht bei der Clankampftruhe dabei. Aber es sind schon einige dabei, die sehr gute Kisten holen können, muss ich schon sagen. Und dann Testspiel, let's go. Und jetzt spielen wir eine Runde gegen Kattel. Ich bin jetzt fast wieder bei 4000 Trophäen. Das ist auf jeden Fall extrem cool. Und lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Und jetzt bald kommt nämlich auch ein Giveaway. Das heißt, für die 7000 Abonnenten haue ich ein Giveaway raus und mal gucken, mit welchem Deck er spielt. Vielleicht er mit seinem Deck mit dem Giant Skeleton. Da hat er nämlich ein Deck mit. Das ist Giant Skeleton Klon. Ich bin mal gespannt, welches er von denen hier spielt. Kann ich beides treffen? Ja. Ich kann den Feuerball auf den Ofen und den Turm werfen. Er hat natürlich eine Elixierpumpe, das muss man natürlich auch bedenken, aber jetzt haben wir einen relativ guten Push am Start. Vielleicht mal hier eine Skeleton Army Predict. Und sind wir durch? Nee, noch nicht ganz, aber wir sind auf jeden Fall doch. Er zappt nur noch und wir haben den ersten Turm. Das ist auf jeden Fall nice. Okay, die Elite-Barbaren sind sogar noch, die haben sogar noch die Elixierpumpe kaputt gemacht. Sehr, sehr gut. Da kommt natürlich der nächste Ofen, aber jetzt immer noch Flawless Game. Wir setzen auch mal den Ofen jetzt auf diese Seite, damit gleichzeitig so ungefähr die Fire Spirits rauskommen, damit die sich gegenseitig ausschalten. Auf jeden Fall ein sehr, sehr intense Game. Ich habe jetzt in letzter Zeit keine Legendary oder so gezogen, da muss man auf jeden Fall sagen, aber kommt auf jeden Fall in meinen Clan rein. Wir wollen unbedingt die 30.000 erstmal knacken und dann noch ein paar Trophäen pushen. Wer auf jeden Fall Bock hat, kann einfach mal reinkommen. Der Name ist jetzt nochmal Crystal Empire YT. Und ja, da könnt ihr dann einfach mal reinschauen. Das wäre auf jeden Fall sehr nice, wenn ihr dort vorbeischauen würdet. Okay, jetzt wieder zurück zum Game. Wir haben gerade einen sehr, sehr guten Feuerball rausgehauen. Und da ist das Giant Skeleton, was ich gedacht habe. Er kann jetzt so easy auch einfach mal so meinen Turm gönnen, wenn er jetzt mit einem Giant Skeleton Klon kommen würde. Sieht bis jetzt noch nicht so aus, aber der Scharfrichter trifft sogar noch den Elektromagier mit. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die Elite-Barbaren setze ich einfach mal ein, damit der Giant Skeleton erstmal direkt down geht. Ja, der eine Elite-Barbar überlebt sogar noch die Kanone, da muss er nochmal zappen. Hier haben wir wieder einen schönen Feuerball drauf, der lohnt sich auf jeden Fall. Und Jonas hat bis jetzt noch keinen Schaden am Turm gemacht, also ein sehr, sehr gutes Game, muss ich schon sagen, von meiner Seite aus. Also bis jetzt noch keinen einzigen Fehler gemacht.
bei irgendeinem Placement. Ist natürlich auch das erste Spiel für heute. Oh, jetzt kommt er über die andere Seite. Das habe ich jetzt nicht berechnet. Schnell noch den Ofen rein. Aber es sieht so aus, als ob er jetzt den Turm wahrscheinlich bekommen wird. Oder wir hauen jetzt noch vielleicht einen Feuerball drauf. Ja, oh, da war der Klon. Und der Turm ist aber immer noch nicht down. Er hat am Ende nochmal einen relativ guten Push gemacht. Auf jeden Fall gutes Spiel von meiner Seite aus. Auf jeden Fall hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Er hat das hier, Crystal Empire, könnt ihr nochmal sehen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ja, wir haben auch bald den Riesen auf Level 9, wer es noch nicht weiß. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und ja, Dankeschön fürs Zusehen. Das ist mein Clan, Crystal Empire. Wer reinkommen will, kann einfach jetzt mal in Clash Royale gehen, dort reingehen. Und wir sehen uns gleich. Also dann, bis gleich im Clan und ciao.